Wir haben ein weiteres spannendes Investitionsobjekt gefunden. In diesem Video zeige ich dir einen Mehrfamilienhaus-Deal, bei dem wir ein verbindliches Angebot abgegeben haben. Ob der Deal am Ende erfolgreich wird und der Verkäufer auch einschlägt, siehst du in diesem Video. Let's get into it! Der Lücke Show. Mein Name ist Lukas, ich bin Landlord und Immobilieninvestor hier in Philadelphia an der Ostküste der USA. Auf meinem Kanal geht es um Investitionen, Immobilien und ich nehme dich mit auf Haustouren durch verschiedene Objekte hier in Philadelphia. Das Objekt, um das es heute geht, ist ein Zweifamilienhaus am Stadtrand von Philadelphia, also es ist noch in einem Vorort, nicht in der City, im City-Bereich Philadelphia. Bei Insta hatte ich schon bereits das Haus kurz gezeigt und auch nach Projektideen bzw. Projektnamen gefragt für dieses Haus. Und da fiel die Wahl auf Grey Goose, ein munteres Mausgrau, und deswegen heißt das Projekt Grey Goose und so heißt auch diese Videoserie Projekt Grey Goose. Der Tipp für das Haus kam von unserer Maklerin. Dabei handelt es sich um sogenanntes Pocket Listing. Also Pocket Listings sind Exposés, die erstmal unter der Hand bei den Maklern von Makler zu Makler gereicht werden, bevor sie auf den Markt treffen. Und in diesem Fall war das so. Die Maklerin hat gemeint, hier schau mal an, das kommt in 3-4 Tagen auf den Markt. Was hältst du denn davon? Wir haben es analysiert, wir haben es uns angeschaut und festgestellt, wäre eine Option für uns. Diesen Zeitvorteil durch das Pocket Listing haben wir genutzt und das Objekt entsprechend analysiert. Das heißt, wir haben mit den Mietern vereinbart, 24 Stunden vorher, dass wir uns das Haus anschauen werden, haben den Termin bekommen, haben uns das Haus angeschaut. Zu meinem Pech ist bei der Besichtigung meine Kamera ausgestiegen, deswegen gibt es davon leider keine Bilder. Aber das Pocket Listing ist jetzt rum, das heißt, die Zeit ist vorbei. Das Listing ist jetzt auch öffentlich, also wir können uns das öffentliche Exposé hier bei Zillow anschauen. Zillow.com, den Link setze ich dir in die Beschreibung. Das ist das Objekt. Hier siehst du den Kaufpreis. Bedroom und Bath ist nicht angegeben. 2284 Square Feet. Es liegt in Drexel Hill. Und der Zestimate, also die Schätzung von Zillow, in diesem Fall wären 250.000. Aber wie gesagt, das ist immer nur so ein Schätzwert. Und hier siehst du auch nochmal, warum das Haus Grey Goose heißt. Also hier munteres Mausgrau. Draußen alles in Plastic Fantastic verkleidet. Das ist so einfach so eine Plastikverschalung. Lamellen, glaube ich, ne? Zwei Apartments, das heißt, ein Apartment hat hier unten eine Etage und das andere Apartment hat hier oben eine und eine zweite Etage unterm Dach. Von vorne sieht das jetzt nicht aufregend aus. Das ist die andere Seite, hier hinten ist ein schönes Deck. Hier ist eine Einfahrt mit 1, 2, 3, 4 Autos, also amerikanische Autos können da parken. Keine Smarts, ich glaube 6 oder 8 Smarts kriegt man da hin, oder? Das wäre die Parkfläche, also der Parkplatz hier. Hier unten geht es noch weiter. Das ist der Haupteingang. Und das ist das Apartment 1 auf der linken Seite und Apartment 2 geht nach oben, da ist die Treppe nach oben. Das Apartment 1, da kommt man direkt ins Wohnzimmer. Da ist die Küche. Da ist ein Schlafzimmer, hier ist ein Wandschrank. Küche sieht okayisch aus, also Rental Grade würde ich sagen. Das ist nicht sehr alt alles. Countertops, ja, ist okayisch. Achso, hier ist dann das zweite Schlafzimmer hinter der Küche. Direkt, also durch die Küche ins zweite Schlafzimmer. Die Tür hier ist jetzt der Seiteneingang sozusagen. Da ist noch so ein Laundry Room oder Mud Room, also so ein kleiner vorgelagerter Raum, wo auch die Waschmaschine drin steht. Und da kommt man auch von draußen dran. Also die Waschmaschine ist hier für dieses Apartment nur. Das ist Schlafzimmer 1 unten und das ist Schlafzimmer 2 unten. Badezimmer, ganz normal, das ist so eine plastikverschalte Dusche. Pflegeleicht, also vermieterfreundlich. Und alles sauber und ordentlich, relativ neu. Ja, der Keller ist ein bisschen spannend hier. Also ein Billardtisch im Keller, das hatte ich auch noch nicht gesehen. Hier oben drüber liegt dann die Elektrik und die Rohre und man sieht auch die rohen Balken. Und hier haben sich die Mieter ein bisschen ausgetobt mit Bauschaum, weil sie sich wohl immer den Kopf gestoßen haben an diesen scharfen Kanten und ähnliches. Also was hier hinten verkleidet, da versteckt ist, das ist die Heizung für unten. Wir haben zwei Gaswasserheizer, relativ neu, also alles relativ neu, gut gemacht, glaube ich. Ja, wie gesagt, hier ist der Gaswasserheizer. Dann haben wir noch so ein Gartenshed hinten draußen. Also der Garten ist auch, wird gepflegt von dem einen Mieter. Das ist dann die Küche oben.
Da kommt man dann auf dieses Deck, beziehungsweise von außen auch auf der Treppe nach oben. Küche ist ähnlich, Rental Grade, sieht gut aus. Washer, Dishwasher gibt es hier nicht, also Spülmaschinen gibt es in beiden Wohnungen nicht. Aber Gasherd, Lüftung, Kühlschrank, alles dabei. Das ist das Wohnzimmer oben, das ist das Badezimmer oben, also auch so eine plastikverschalte Einsatzdusche, also hervorragend eigentlich, vermieterfreundlich nochmal. Hier kommt man dann Eingang hoch und hier wird es dann hochgehen in das zweite und dritte Schlafzimmer. Das ist ein Schlafzimmer, das ist unten das Schlafzimmer und das ist das zweite Schlafzimmer oben. Also das ist das zweite Schlafzimmer oder das erste Schlafzimmer oben und hier hinter dieser Tür verbirgt sich die Waschmaschine und der Trockner. Und in der Tür, hier ist noch eine Tür, die sieht man hier auf dem Bild nicht, da ist auch die Heizung. Das heißt, die Heizung für das zweite Apartment ist oben in der Wohnung. Heizung und Klimaanlage ist im ganzen Haus verteilt. Das heißt, es gibt ein Duct, es gibt ein Lüftungssystem für Heizung und Klimaanlage zusammen. Das ist hervorragend. Da gibt es dann die zwei Pumpen, die Kondensatpumpen, die stehen oben, das wird abgepumpt. Und die Lüftungsunits, also die AC-Units, stehen draußen neben dem Haus. Genau, das ist der Ausblick von dem Balkon oben, also ist ein schöner Blick. Und hier irgendwo links drüben sieht man dann auch die Skyline von Philadelphia. Also eine schöne Wohnung eigentlich. Genau, das ist oben. Und das war das Haus. Was sehen wir hier noch? Das ist seit 12 Tagen am Markt und hat auch 540 Views gehabt, das heißt, es ist recht gut besucht. Gehen wir hier mal den Text durch. Fast Income Producing Property. Die Rents 975 für ein 2-Bedroom und 1125 für ein 3-Bedroom in der Gegend ist relativ niedrig. Was haben wir noch? Utilities, alles separated. Tenant occupied, also sind beide vermietet. Und hier steht auch drin, dass die beiden Wohnungen auf einer Month-to-Month-Lease sind. Das heißt, es gibt hier keinen Mietvertrag, sondern es kann Monat für Monat die Miete angepasst werden, beziehungsweise der Mieter kann auch einfach ausziehen, wenn er möchte. Das ist eine gewisse Freiheit, aber das ist auch ein bisschen schwer planbar, aber damit muss man halt leben. 1940 gebaut, genau, Forced Air haben wir, also warme Luft wird dann durchgepustet mit Gas. Und eine AC-Unit haben wir auch, Zentral-AC, das heißt, jedes Apartment kann die Temperatur separat steuern. Hauspreis natürlich, das ist ja auch die Entwicklung der letzten Jahre, das ist, glaube ich, in Europa ganz genauso, da geht es ein bisschen ab. Dir gefällt dieser Content? Zeig mir das, indem du mir ein Like da lässt. Schreib mir einfach in die Kommentare, was dir gefallen hat, beziehungsweise was du genauer wissen möchtest. Gehen wir nochmal zurück auf den Text, den der Verkäufer hier uns reingeschrieben hat. Also 2-Bedroom für 9,75 in dieser Gegend, beziehungsweise 3-Bedroom für 11,25. Was mir direkt auffällt, für die Größe und Ausstattung der Wohnungen, die wir schon gesehen haben auf den Bildern, sind diese Mieten für diese Gegend sehr, sehr niedrig. Schauen wir einfach mal Vergleichsmieten an, was ähnliche Objekte in der Gegend als Miete aufrufen. Machen wir mal die Gegenprobe. Die Ist-Situation in diesem Haus ist gerade 2-Bedroom, 1-Badezimmer für 9,25. Wenn ich in dieser Gegend schaue nach 2-Bedroom und 1-Badezimmer, finde ich genau 2 Objekte hier. Und beide sind höher. Dieses 2-Bedroom-Apartment in diesem Haus hat noch den gesamten Keller mit und hat noch den gesamten Garten mit Shed mit dabei. Das heißt, mit 9,75 ist das eine sehr, sehr niedrige Miete. Also es gibt hier nichts Vergleichbares, was so günstig ist. Das heißt, da ist noch Potenzial. Schauen wir das zweite Apartment an, was ein 3-Bedroom und 1-Badezimmer ist. Noch besser als Vermieter sozusagen derzeit. Da gibt es gar nichts zu vermieten in dieser gesamten Gegend nicht. Das Einzige, was es gibt, sind hier oben 1800 oder hier unten 1800. Das heißt, da ist auch nochmal Luft, weil aktuell bezahlen die Mieter nochmal 11,25. Also da ist noch Entwicklungspotenzial im gesamten Haus. Mit diesen Informationen aus dem Exposé und den möglichen Mieten am Markt in dieser Gegend haben wir die Besichtigung durchgeführt. Wie bereits schon erwähnt, bei der Besichtigung ist mir die Kamera ausgestiegen, deswegen gibt es davon leider keine Bilder. Dennoch, wir haben ein Angebot abgegeben.
Wie sah jetzt unser Angebot aus? Was macht es attraktiv? Erstens, wir haben gesagt, wir closen innerhalb von 40 Tagen, komme was wolle. Das heißt, wir machen heute ein Angebot, in 40 Tagen ist der Eigentumsübergang. Kommt eine Bankfinanzierung zustande oder nicht, ist für uns irrelevant. Wir machen ein Cash-Angebot, also das ist kein Ausstiegskriterium für uns aus diesem Vertrag. Cash-Angebot, egal ob eine Bank bezahlt oder nicht. Wir wollen aber eine Inspektion. Wir wollen zum Beispiel eine Inspektion über den normalen Hauszustand. Das ist eine normale Hausinspektion mit einem Gutachter. Wir wollen Termiteninspektion. Worauf wir aber verzichten können, wären zum Beispiel eine Bleiinspektion, Radoninspektion. Radon brauchen wir nicht, wenn das Haus bewohnt ist. Dann machen die Leute alle Türen und Fenster immer regelmäßig auf und zu. Und da ist der Radonwert nicht aussagekräftig. Auch eine Wasserqualität könnte man checken lassen. Machen wir nicht. Ist städtisches Wasser. Wird schon seine Richtigkeit haben. Wir verzichten. Was macht das Angebot jetzt wirklich interessant für den Verkäufer und woran sieht er, dass wir es ernst meinen? Wir machen eine relativ hohe Anzahlung mit 4.000 Dollar direkt und wir zahlen nochmal 7.000, wenn wir uns nach einer Inspektion geeinigt haben. Das heißt, wenn bei der Inspektion irgendwie rauskommt, da ist irgendwas faul und wir wollen das einpreisen und wir uns darauf geeinigt haben, gibt es direkt danach nochmal 7.000 Dollar. Der Gesamtkaufpreis, den er gefordert hat, waren 240. Wir bieten 235.000. Und jetzt die Information, auf die du gewartet hast. Der Verkäufer hat unser Angebot angenommen. Er hat aber noch einen kleinen Punkt reinverhandelt. Und zwar liegt das Haus in einer Gegend von Philadelphia, wo man als Verkäufer sich eine Lizenz ziehen muss von der Gemeinde, um sein eigenes Haus zu verkaufen. Und diese Lizenz ist damit verbunden, dass die Gemeinde hingeht und prüft, ist der Bürgersteig in Ordnung? Sieht das alles in Ordnung aus? Sind die alten Wasserrohre oder Wasserrohre in Ordnung? Und all das prüft die Gemeinde. Und wenn da Schäden auftreten sollten, ist in erster Linie der Verkäufer in der Pflicht. Der Verkäufer hat aber rein verhandelt, dass wir uns mit bis zu 5.000 Dollar an möglichen Schäden da beteiligen. Ich erwarte da aber nicht viel. Das heißt, er kriegt diese 5.000 Dollar für den Fall der Fälle, dass da was kommt. Und wenn nichts kommt, haben wir den Kaufpreis wie verhandelt. Das bedeutet für uns, wir sind under contract. Der nächste Schritt ist also, innerhalb von 5 Tagen mit einem Gutachter, einem sogenannten Inspektor, durch das Haus zu gehen und wirklich alles ganz, ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Es bleibt also spannend. Diesen Durchgang mit dem Inspektor und das unter die Lupe nehmen werde ich natürlich filmen und dafür sorgen, dass die Kamera dann nicht ausfällt. Versprochen. Wenn dir dieser Content gefällt, lass mir auf jeden Fall ein Like da und schreib mir in die Kommentare, was genau dir gefällt. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.